Willkommen zu einem neuen Video. Ja, auf dem Weg in Richtung Süden. Moped ist verladen. Wir haben die Autobahn erreicht. Wir haben es 5:45. Bin um 5:30 losgefahren. Nach irgendwie 3 Stunden Schlaf. Aber ich konnte irgendwie nicht mehr pennen. Man ist ja dann doch ein bisschen aufgeregt. Aber jetzt fängt endlich der Urlaub an. Gestern war ein bisschen stressig, noch bis 18 Uhr gearbeitet. Danach ja, Anhänger einladen, aufbauen, Moped aufladen, Auto beladen. Schön alles für 14 Tage aus dem 3. Stock runterschleppen. Yeah! Das hat Spaß gemacht, nicht? Oh, jetzt heißt es Kilometer machen. Ja, wir haben noch 700 Kilometer genau auf der Uhr. Reine Fahrzeit sagt Google Maps 7 Stunden 15 Minuten. Ja, ich glaube, Google Maps weiß noch nicht, dass ich einen Anhänger hinten dran habe. Denn uns verfolgt ein, kann man das sehen, ein schickes Moped. Mein Moped. Ja, nächster Stop ist, glaube ich, keine Ahnung, die nächste Raststätte, übernächste Raststätte oder so. Einmal checken, ob Moped noch fest ist, weil das setzt sich ja alles nochmal so ein bisschen. Und ja. Dann geht's jetzt los. Eine lange, 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 lange Autofahrt. Joa, ich fahre dann erstmal. So, by the way, hinter uns mega geiler Sonnenaufgang. Und es ist neblig. Oh, wir fahren gleich in den Nebel hinein. Oder auch nicht. Ja, sieht schon geil aus. Hamburg Elbtunnel. Im Straßenverlauf von A7 noch 15 Kilometer folgen. Oh, krieg ich hin. Ich darf hier überall nicht überholen, ey. So ätzend. Da ist sie. Tiefste Stelle. Wuhu. Unter der Elbe. Ist das der erste Stau? Ist das der erste Stau? Ich hoffe doch nicht. Naja, noch ein bisschen Baustelle. Und dann, ja, haben wir Hamburg hinter uns. In 300 Metern. Riecht ein bisschen komisch in Hamburg. Stau in 600 Metern. Yeah, Stau. Ja, und wir stehen. Man sieht schon die ersten Hubbel in der Landschaft. Wir fahren auf den Harz zu. Hab schon eine Pipi-Pause gemacht. Wir haben noch 454 Kilometer vor uns. Und ja, Navi sagt, oh, 4,5 Stunden brauchen wir wohl noch. Vielleicht hat sich jetzt auch schon dran gewöhnt an meine Geschwindigkeit. Wer weiß. Ja, Verkehr geht eigentlich noch. Bis auf Ende Elbtunnel hatte ich jetzt noch keinen Stau. Ist halt so, ja, eigentlich ganz okay. LKWs nerven ein bisschen. Aber ansonsten läuft das. Man muss halt immer ein bisschen gucken, dass man auch an den LKWs vorbeikommt, dass man das gut timet. Aber ansonsten keinerlei Problemchen bis jetzt. Am Horizont sind die ersten Hubbel zu sehen.
Das könnte sowas sein wie der Vorharz oder so. Wir müssten jetzt auch Hannover hinter uns gelassen haben und ja, dann fängt es so langsam an, sich zu erheben. Ja, Göttingen sind noch knapp 100 Kilometer und die Kasseler Berge haben wir auch noch vor uns. Göttingen hinter uns gelassen. Vor uns liegen jetzt die Kasseler Berge. Also ist immer ein bisschen wild da. Also geht ziemlich bergauf, bergunter und um eine Kurve rum. Und wenn dann noch LKWs mit im Spiel sind, die am Berg abkacken, dann wird das spaßig. Ja, Kasseler Berge sind wie so eine kleine Achterbahn. Kurven, links, rechts, rauf, runter, überholen, bremsen, beschleunigen. Eigentlich müsste ich das auch mal mit dem Motorrad fahren. Ich kann mir vorstellen, dass das Spaß macht. Ja, was soll ich sagen? Immer noch unterwegs. Aber Navi sagt noch 2 Stunden 20 Minuten. Wir haben noch knapp 230 Kilometer vor uns. Also, ja, wenn ich jetzt durchziehe, dann schaffe ich es mit nur einer Pause gemacht zu haben. Ist das ein deutscher Satz? Mit einer Pause gemacht zu haben? Ah, Fulda. Wir sind bei Fulda. Ja, und bald müssten wir dann auch in Bayern sein. Oder Franken. Weil die Bayern würden einen ja köpfen, wenn man zu Franken Bayern sagt. Und umgekehrt glaube ich genauso. Also bald verlassen wir Deutschland. Dann sind wir in Franken, Bayern, wie auch immer. Und nach über 550 Kilometer haben wir jetzt auch den halben Tank verbraucht. Und wir haben die 2-Stunden-Marke geknackt. 1 Stunde 43 noch. Und 163 Kilometer. Oder zieht sich jetzt so ein bisschen. Also, ja, alles zweispurig. Ah ne, jetzt wird es dreispurig. Ich habe gelogen. Sorry. Ich bin so ein dreckiger Lügner. Oh, jetzt hat es mich doch noch erwischt mit Stau. Aber ich muss sagen, Rettungsgasse funktioniert. Also, nicht schlecht, nicht schlecht. Sogar richtig, richtig gut. Habe ich so krass auch noch nicht erlebt. Es gibt immer irgendwelche Deppen. So wie ihn hier, die mehr rechts stehen als links, aber naja. Manche haben es halt noch nicht ganz verstanden. Aber nicht schlecht. Von hinten kommt ein Mopedfahrer. Der fährt durch die Rettungsgasse. Ist ihm wohl ein bisschen warm. Dahinter fährt auch ein Autofahrer. Der wird jetzt gerade vom LKW blockiert. Ich habe jetzt die Autobahn verlassen. Ja, war eigentlich eine recht unspektakuläre Autofahrt und bin eigentlich ganz gut durchgekommen, bis auf zweimal kurz Stau. Jetzt muss ich noch knappe halbe Stunde Landstraße hier fahren und dann bin ich auch da. Ich bin ganz schön platt, bisschen wenig geschlafen, aber ja, passt schon. Das passt schon. Also würde ich jetzt auf alle Fälle für den ersten Tag, die Fahrt nach Bayern, würde ich jetzt erstmal Ciao sagen. Und ja, bei meinem Onkel werde ich dann noch die Bordsteckdose umbauen und dann mal gucken. Einfach umbauen und chillen und dann geht's am Montag, geht's dann weiter nach Mittersill. So dicht war gerade ein Feuer weg.
Und schon geht es für euch weiter. Ich war jetzt zwei wunderschöne Tage bei meiner Tante und meinem Onkel in Bayern. Ja, viel gegessen, viel Bier getrunken. Links abbiegen auf Bahnhofstraße. Ja, viel gegessen, viel Bier getrunken. War richtig schön. Natürlich auch wieder mit Feuerwerk. Und ja, so wie ich es gewohnt bin. VIP-Empfang. Und ja, jetzt geht's weiter nach Österreich. Links abbiegen auf Bahnhofstraße. Wir haben jetzt knapp 300 Kilometer vor uns und ja, na, wie gesagt, 3 Stunden 43. Der Icke ist auch auf dem Weg. Ja, Überraschung. Er ist in Österreich dann doch am Start und lässt mich nicht alleine. Aber für Kroatien hat es dann doch nicht gereicht. Aber ja, Österreich immerhin mit Icke. Und ja, er ist auch auf dem Weg, braucht ungefähr genauso lange wie ich jetzt, obwohl ich schönen Vorsprung habe. Aber ich habe heute noch schön gefrühstückt und musste erstmal das Moped aufladen. Dann habe ich gerade noch meine Intelligenz bewiesen. Und zwar hat es beim Moped aufladen geregnet und auch über Nacht. Und ich habe gerade schön das Sonnendach vom Auto aufgemacht, um zum Abschied zu winken. Und Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Und ja, es ging bergab und mir lief das ganze Wasser vom Dach ins Auto. Ich habe richtig so eine schöne, guten morgendliche Dusche abbekommen. Hätte man ja eigentlich auch sich denken können, dass wenn Wasser auf dem Dach ist, dass es auch durch das geöffnete Sonnendach hineinläuft. Hier ist, also müsste, vermute ich mal, dass das die Oettinger Brauerei ist, wovon ihr jetzt nur eine Hecke seht. Aber hoffentlich jetzt einen Blick erhaschen könnt. Ja, genau, hier, Oettinger Brauerei. Da kommt das lecker Oettinger her. Ich glaube, über Geschmack lässt sich streiten. Man lernt auf so einer Urlaubstour so einiges. Ich wurde gerade, oh Scheiße, Alter. Ich wurde gerade vom Videofahrzeug der Polizei angehalten und darüber aufgeklärt, dass ich auf Landstraßen mit meinem Anhänger nur 80 fahren darf. Die 100 der Zulassung gilt nur für Kraftfahrtstraßen und Autobahnen, was ich nicht wusste. Ja, kostet mich jetzt irgendwie knapp 170 Euro. Und ein Punkt. Scheiße. Naja, davon lasse ich mir jetzt den Urlaub nicht versauen. Muss ich halt mal ein-, zweimal, dreimal, viermal weniger essen gehen. Und ja, scheiße. Was für ein Dämpfer zum Start jetzt nach Österreich. Aber okay. Wir haben jetzt hier schon so ein paar kräftige Regenschauer hinter uns. Aber am Horizont sind schon die Alpen zu sehen. Vermuten wir, dass das die Alpen sind. Weil wir fahren auch Berge zu. Und wir wollen ja in die Alpen. Also müssen das die Alpen sein. Juhu! Alpen, wir kommen. Also die Stimmung ist noch leicht getrübt bei mir. Wegen der Polizei. Aber naja. Da muss ich jetzt durch und ja, mich wieder bisschen auf den Urlaub freuen. Zwar muss ich jetzt doch zugeben, war ein Dämpfer. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber oh, ganz schön viel Kohle, ey. Der Punkt ist so, ja, ist jetzt nicht ganz so tragisch. Ist der erste, den ich je bekomme. Und ja, wahrscheinlich auch der letzte. Und aber das Geld tut halt ganz schön weh, ey. So eine Kacke, ey. Aber jetzt Urlaub! Ja, nee, das funktioniert nicht.
Ja, mittlerweile sind die Alpen nicht mehr am Horizont, sondern sie sind schon ziemlich nahe. Ja, sieht schon mega geil aus mit den Wolken. Aber so beliebt sind die Wolken bei mir jetzt nicht, weil die haben bestimmt Regen im Gepäck. Und sie sind vor uns und wir fahren drauf zu. Aber noch scheint ja die Sonne. Positiv sehen. Auch mit einem Punkt. Marienkäfer haben auch ganz viele Punkte und die stört das ja auch nicht. Mitten drin in den Bergen. Ja, ich habe jetzt gerade eben schön auf einem Parkplatz gewartet, auf den Icke, und habe erstmal schön in die Berge geschifft und habe ihm gesagt, wo ich bin und Live-Standort geteilt, und jetzt ist er gerade vorbeigefahren, aber er fährt den nächsten raus. Jetzt sollten wir gleich den Icke treffen. Das ist auch echt. Du machst es schon Live-Standort und sagst ihm, ja, du bist jetzt gleich da, da steht ein blauer LKW. Fahr mal raus, da warte ich auf dich. Ja, und er fährt vorbei und hupt. Ja, mal gucken, ob er jetzt hier irgendwo steht. Ja, da steht er. Da ist er. Ich weiß ja nicht, was Ickes Navi so für Straßen raussucht, aber irgendwie sieht das hier nicht so aus wie so eine Hauptstraße. Ganz komisch. Wo sind wir? Wir haben eigentlich noch 50 Kilometer vor uns. Das ist ja hier schon fast wie Kalimoto. Das ist ja gleich ein Waldweg oder sowas. Aber Berg ist am Start auf alle Fälle. Wir haben jetzt noch knapp eine Viertelstunde, bis wir da sind. Wir fahren jetzt hier schon die ersten richtigen Serpentinen. Und ja, macht schon Laune. Der Icke ist ein paar Autos weiter vorne, dass sich hier ein paar zwischengedrängelt haben. Aber solange Sichtkontakt besteht, ist ja alles gut. Jetzt sind wir eben den Berg hochgefahren, jetzt fahren wir wieder runter Richtung Mittersill. Die Bergspitzen sind alle in den Wolken. Juhu! Und mit diesen Bildern beenden wir dann jetzt auch dieses Video. Ja, wie man sieht, ich bin gut in Österreich angekommen. Also lässt zu vermuten. Noch bin ich ja nicht ganz da, aber fast. Und dann sehen wir uns, ich denke mal, im nächsten Video auf dem Motorrad, wenn es das Wetter zulässt. Also aktuell sieht es ja hier ganz gut aus, aber ringsherum halt nicht ganz so gut. Also mal schauen. Dann würde ich mal sagen, haut rein, grüßt die Enten und holla!